Around the Ball. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim und dabei ist Nico. Hi. Heyo. In den letzten Folgen haben wir uns mit der Transferpolitik von den großen Vereinen Barcelona und Real Madrid beschäftigt. Und da sind wir auf den Schluss gekommen, dass Real Madrid sehr viel in die Jugend investiert. Und Jugend ist auch unser heutiges Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit vier interessanten Talenten, die im Jugendbereich gerade sind und in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich den Profibereich ein bisschen aufmischen können. Ja, also quasi so Once-to-Watch-mäßig. Ja, schon, auf jeden Fall. Vielleicht werden die mal Future Stars in FIFA, werden wir mal sehen. Ja, wen hast du denn heute mitgebracht? Willst du damit direkt einsteigen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht so diese, nur diese klassischen Spieler nehmen, die halt jeder kennt. Und ich bin erstmal zum FC Bayern gegangen. Und dort ist mir aufgefallen, dass in der U19 und in der und bei den Amateuren ein Stürmer spielt, der sehr interessantes Sets hat. Nämlich der Malik Tillmann. Okay. Wie schon gesagt, er ist Mittelstürmer, ist 18 Jahre alt und spielt bei FC Bayern 2. Er ist in Nürnberg geboren und er hat auch einen älteren Bruder, der hat sogar schon Bundesliga gespielt, nämlich für Nürnberg. Der heißt auch Tillmann, verständlich. Und Tillmann galt eigentlich als der nächste Groß sozusagen. Also der Bruder jetzt von dem Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Tillmann. Tillmann, ja. Das reicht. Und er wurde an Nürnberg verliehen, als sie in der Bundesliga waren. Kam dort auch zu einigen Einsätzen. Und dann hat er sich aber stark verletzt und spielt jetzt bei Greuther Fürth. Aber wie schon gesagt, es geht um den Bruder. Der ist 18 Jahre alt und hat in der U19-Bundesliga 13 Tore und 8 Assists in 17 Spielen. 18 Scorer, 17 Spiele, ist eine gute Quote, finde ich. Safe. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt so, ja, okay, Jugendfußball, da zerschießt sich auch alles. Aber er hat auch im Herrenfußball seit dem Restart nach der Corona-Pause, hat er in 8 Spielen 5 Tore geschossen. Und das für einen 18-Jährigen in einer deutlich physisch stärkeren Liga ist schon respektabel. Kann man mal machen. Er hat in allen Wettbewerben 21 Tore und 9 Assists in 34 Spielen. Das ist auch eine überragende Quote. Ja, glaubst du, ja, er kann sich auf Dauer durchsetzen und wird halt eins dieser besonderen Talente auch im, ja, quasi in den richtigen Profiligen, also Bundesliga auch? Also, das ist ziemlich schwer zu sagen. Er ist halt gerade mal 18 Jahre alt und ich glaube, er könnte schon die Chance dafür haben. Ich habe mir auch mal eine Prognose aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, er könnte einer der besten deutschen Stürmer werden, aber auch nur bei genug Spielpraxis. Und er könnte das auf jeden Fall in der nächsten Saison in der dritten Liga sammeln. Denn dort wird er wahrscheinlich den Doppelsturm mit dem alten Bekannten, Rate, Fiete abbekommen. Ja. Und im Profiteam, da sehe ich es ein bisschen kritischer, das hat Lewandowski noch vor ihm und er wird sich wahrscheinlich mit Zirkzee um den Platz als Sturm-Backup streiten müssen. Ja, wer glaubst du ist momentan noch stärker, Zirkzee oder er? Ja, ich glaube, Zirkzee hat die besseren Chancen aktuell, weil er schon ein bisschen Profiluft geschnuppert hat. Aber ich glaube, Tillmann sollte jetzt noch ein, zwei Seasons in der dritten Liga verbringen, dort die Torschützenkönig Torschützenkönig werden und dann vielleicht ein Jahr oder so nach irgendwo verliehen werden, vielleicht in die Niederlande oder in Belgien oder so, dass er erstmal von dass er nicht so viel Druck hat erstmal. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Soll ich schon direkt dann mit meinem nächsten Spieler einsteigen? Nein, ich hab noch zwei Sachen. Ah, okay. Er hat vor ein, zwei Wochen einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis 2023 dotiert ist. Also stand es eigentlich schon so, als wäre, als würde Bayern schon auf ihn setzen wollen. Und er wurde letztes Jahr von The Guardian als eines der größten Talente aus seinem Jahrgang, also 2002, ausgezeichnet. Mit Spielern wie Ansu Fati beispielsweise. Und okay, das ist schon mal eine Aussage. Ich habe gehört, du hast ja auch einen deutschen Stürmer aufgeschrieben. Wer ist denn das? Ja, das ist der gute alte Bekannte Youssoufa Moukoko.
sorgt er für viel Trubel momentan. Allein schon mit seinem Alter, wo ja viele glauben, keine Ahnung, der ist bestimmt schon eigentlich 18, 19 oder sowas. Wir müssen jetzt uns aber auf die Fakten Ja. beruhen. Und demnach ist er 15 Jahre alt. Ja, dazu kann man direkt sagen, 1,79 groß. Spielt in der deutschen U19 Nationalmannschaft Mit und 15, oder? auch beim Borussia Dortmund. Ja, mit Respekt. 15. Und auch beim Borussia Dortmund in der U19-Mannschaft. Ja, wie gesagt, mit 15 Jahren. Spielt hauptsächlich Mittelstürmer, kann jedoch auch auf die Flügel ausweichen. Und ja, hätten wir nochmal ein paar Fakten dazu. Also, er hat in der U19-Bundesliga West, jetzt in der vergangenen Saison, 20 von 20 möglichen Einsätzen Das ist gehabt, viel. also kein Spiel Ja. verpasst. Ja, und hat in diesen 20 Einsätzen 34 Tore geschossen und dazu noch 9 Vorlagen gemacht. Boah, eine Scorerrate von über 2 und das hört sich schon stabil Ja, an. das. Vor allem mit 15 in der U19. Also, wenn der wirklich 15 ist, dann ist das einfach nur Lass mal krass. sagen, dass er wirklich 15 ist, weil ja, ich glaube nicht, dass es sonst so lang aufgegangen wäre. Ja, also stimmt eigentlich schon. Es erinnert mich halt ein bisschen an Romelu Lukaku. Ja, daran habe ich Das auch gedacht. Jugendbild haben wahrscheinlich, ja, haben wahrscheinlich viele im Kopf, wo er neben seinem Gegenspieler und dem Schiedsrichter steht und mit 5, nee, mit 13 war das, glaube ich, sogar schon größer als der Schiri war. Also das ist echt sehr krass. Momentan lässt sich halt Smokoko sagen, dass er ja in seiner Liga sogar, obwohl er halt deutlich jünger ist, sehr robust und spielstark ist, also auch physisch sehr fit ist. Und deshalb unter anderem war wahrscheinlich auch Barcelona schon interessiert. 2018 war das nämlich. Mit 13, dass er 13 war, oder was? Ja. Wow, Respekt. Ja. Also ich bin 18 und ich Also habe noch das kein ist Angebot echt von Barca schon bekommen. besonders. Ich warte drauf. Das wundert mich. Nein, aber ja, wie gesagt, dieser Hype war, glaube ich, auch so genau in der Zeit, so zwischen 13 und halt jetzt 15. Da ist er halt besonders durch seine Leistung aufgefallen und da hat echt jeder über ihn gesprochen. Auch Leute, die eigentlich nicht so viel Kontakt mit dem Jugendfußball haben, so kannten ihn zumindest vom Namen Ich glaube, her. jeder, der im deutschen Was? Fußball irgendwie was zu tun hat, kennt den Namen. Ja, was ich mich auch frage, kann er dem Druck standhalten? Also, weil wenn er jetzt 16 wird, könnte er theoretisch in der Bundesliga spielen, zum Beispiel beim Borussia Dortmund, wo es halt schon mal schwer ist, sich gegen den Haaland oder sowas durchzusetzen. Aber falls er dazu Spielminuten kommen sollte, ist halt die Frage, ob seine Leistungen so weiterlaufen werden, weil die Gegner natürlich auch ja einmal spielerisch und auch körperlich deutlich stärker werden, ne? Da hast du dann auf einmal, keine Ahnung, spielst du Champions League, hast du auf einmal einen Verteidiger wie Ramos oder Van Dijk. Da wird es für ihn, glaube ich, auch nicht mehr ganz so leicht. Und da wird er dann, glaube ich, auch nicht mehr so herausstechen. Also ich glaube auch, dass es ziemlich wichtig sein wird, dass er sich im Herrenfußball durchsetzen kann. Und das will ich jetzt noch nicht, irgendwie, da will ich jetzt keine Prognose dazu abgeben, weil es ist ziemlich schwierig, Ja. mit der Physis und so weiter und mit dem deutlich höheren Tempo. Aber ich glaube schon, dass er bei Dortmund auf Einsatzzeiten kommen wird. Ich schätze mal halt, dass er, wie heißt es? Als Sturm-Backup dienen wird von Haaland, dass er halt so mal in die 80. Minute eingewechselt wird, wenn man 4-0 gegen Schalke führt oder im Pokal 8-0 gegen Hamburg. Ja. Und dann Habe ich einfach mal so überhört. solltest du aber nicht. Schade. Wo wollte ich hin? Ja. Und ich habe eigentlich auch Sorge, dass er vom Hype gefressen wird. Also auf jeden Fall ist er, wenn er jetzt so weitermacht, ein sehr großes Talent für Deutschland. Auch wie dein Spieler schon, ein Offensivtalent, der wirklich sehr viel Wind reinbringen kann in so eine U19-Nationalmannschaft zum Beispiel. Und ich bin jetzt halt einfach gespannt, was in Zukunft passiert. Also ich will da jetzt auch noch keine große Prognose abgeben, weil es ja, wie du schon meintest, sehr schwierig ist. Aber wir können festhalten, dass er jetzt momentan super Also willst abliefert. du nicht sagen, dass EM Und 2024 doch bestimmt Thielmann Moukoko ist? könnte passieren, bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher. Okay.
Vor allem, weil 24, da ist so ein Werner ja gerade in seiner Prime. Also Oh mein. wird schwierig. Also wenn er es jetzt Ja, also. 2024 hört und die beiden im Doppelsturm machen, spendet uns Geld. Das haben wir dann Ja. verdient. Ja, wie gesagt, wir können eigentlich nur abwarten und gucken, was passiert. Er wird bald 16 Jahre alt, ich glaube im November oder sowas, also in der Winterzeit irgendwann. Und dann gucken wir mal, vielleicht kommt er dann ja in der nächsten Saison schon auf seine ersten Bundesliga-Einsätze. Ja, hoffentlich. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er auf seine Einsätze kommt, weil der DFB hat ja extra die Regelung gemacht, dass jetzt auch 16-Jährige in der Bundesliga spielen können und nicht nur 17-Jährige. Ja, Und ja, die Frage ist dann halt einfach, ob er sich durchsetzen wird. ich kann es mir eigentlich schon vorstellen, weil Haaland wird nicht länger als noch 2 Jahre dort spielen. Dann ist Moukoko 18. Wenn er da davor schon ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat, dann könnte er vielleicht danach Stammstürmer sein. Ja, ist halt die Frage, ob man sein ganzes Vertrauen quasi in einen, der noch sehr jung und eigentlich dann trotzdem, auch wenn er schon Einsatzzeit hatte, trotzdem sehr wenig Erfahrung hat, ob man sich darauf dann verlassen will als BVB, ne? Wenn das jemand macht, dann der BVB. Ja gut, aber die wollen auch irgendwie oben mitspielen und also eine Leihe oder sowas würde ich auch interessant finden, wenn er halt bei Dortmund nicht auf diese Einsatzzeit kommt. Weil Dortmund sollte ja eigentlich auch das Ziel haben, dauerhaft Champions League zu spielen, in der Bundesliga um den Titel zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob man dann so viel einbüßen sollte, um da einen Stürmer oder sowas Also ich finde hochzutrainieren. nicht, dass er verliehen werden sollte, weil vergisst halt, er ist extrem jung und ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn du einen U18-Spieler von seiner Familie wegschickst, um dass er dort dann alleine in einer neuen Stadt, in einem Umfeld irgendwie zurechtkommen muss. Ja gut, ist natürlich dann die Frage. Man kann halt sagen, bei Kroos zum Beispiel hat es damals ja auch Ja, aber geklappt. da war er deutlich älter als jetzt in Moukoko. Ja, also jetzt braucht man den auch noch nicht Okay. verlangen, finde ich. Aber vielleicht dann mit 18 oder sowas mal. Könnte man es ja mal überlegen. Muss ja auch nicht so weit weg sein, kann auch, keine Ahnung. Meinetwegen in die zweite Bundesliga sein, wo er vielleicht dann noch mehr Spielzeit bekommt. Okay. Ja, aber wir bleiben mal gespannt dran. Du hast uns doch jetzt bestimmt auch noch einen interessanten Spieler mitgebracht, oder? Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich neben Moukoko der das bekannteste Jugendtalent in auf der Welt eigentlich zurzeit. Ein 17-jähriger Niederländer namens Xavi Simons. Also wie schon gesagt, er spielt für die Oha. U17 der Niederlande, ist dort Kapitän und er spielt für die U19 von PSG. Er ist in Amsterdam geboren Ja. und Fun Fact. Weißt du, wer sein Namensvetter ist? Xabi Alonso zum Xavi Beispiel. Hernandez. Ja, oder der. Ah, Wow. sein Vater war großer Fan von ihm und hat Simons danach benannt. Oha. Und Das muss was heißen. ja, was interessant auch ist, er hat einen ähnlichen Spielertyp. Also er ist ein ähnlicher Spielertyp, er ist sehr dribbelstark und hat eine äußerst gute Technik. Und es gab letztes Jahr eigentlich so einen kleinen Skandal oder es gab Aufruhen, weil er von Barcelona zu PSG gewechselt ist. Und dreimal kannst du raten, was für ein Agent daran beteiligt war. Richtig, Mino Raiola. Uiuiui. Und es war anscheinend so, das sind keine Fakten, sondern so wird es sich gesagt. Dass Barcelona ihnen 200.000 angeboten hat und PSG 400.000. Wow. Dann ist er halt zu PSG gewechselt. Er ist auch halb Spanier. Er ist dort, glaube ich, seit seinem 10. Lebensjahr, wenn nicht sogar früher. Und ist schon mit 10 Jahren zu Barcelona gewechselt, bis er halt 19 war, also bis letzten Sommer. Und er war in den Jugendteams Kollege von Ansu Fati und Takefusa Kubo. Ja, so ein Wechsel, das ist schon ein großer Schritt, ne? Wir haben es ja eben schon angesprochen. Früh ja den Verein wechseln und er ja jetzt sogar ein anderes Land. Ist schon ein großer Schritt. Und wenn man dann sieht, dass er das ja wahrscheinlich hauptsächlich für Geld tut, ja, schwierig, wie es da in Zukunft laufen wird, ne? Finde ich auch. Also ein Vertrag bis 2022. Das wird sich zeigen, ob er sich bei den Profis Paris durchsetzen kann. Und was aus ihm passieren wird, ob er vielleicht dann ablösefrei in die Bundesliga danach wechselt,
wie jedes französische Talent. Check mal die Podcast-Folge PSG ab. Ja. Und ich habe mir so ein paar interessante Zahlen aufgeschrieben, die beweisen, wie gehypt der Typ eigentlich ist. Er hat auf Instagram 2,4 Millionen Follower. Mehr als wir. Ja, deutlich mehr. Weißt du, wie viele Follower Harvard hat? Oh, ich kann jetzt raten. 1,3 oder so? 970.000. Ups. Serge Gnabry und Niklas Süle haben 600.000 Follower weniger als Xavi Simons. Oh Mann. Die haben nämlich zusammen nur 1,8 Millionen. Wow. Und er ist auch eine bekannte Werbefigur. Er hat seinen ersten Werbevertrag mit 12 Jahren unterschrieben. Der Einzige, der im Profifußball in einem jüngeren Alter einen Werbedeal unterschrieben hat, war der jüngste Sohn von Kluivert. Der hat das nämlich mit 9 gemacht. Schlau. Ja, auf jeden Fall. Und mit 12, und ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon mal irgendwie Clips gesehen hat, wie er seine Gegner austribbelt und was für Pässe er spielt. Also ich glaube schon, dass er sehr interessant sein könnte in den nächsten Jahren. Ja, das glaube ich auch. Da ist dann halt wieder, wie bei allen Spielern in dieser Folge, die Entwicklung halt jetzt sehr wichtig, ne? Auch wie man mit so einem Schritt jetzt zu PSG umgeht. Wir haben ja schon gesagt, die setzen jetzt vermehrt auch ein bisschen auf die Jugendarbeit. Können die Spieler dann häufig halt nicht halten? Ist die Frage, wird Simons nochmal einen Schritt weg machen wieder aus Paris, irgendwie vielleicht sogar zurück zu Barcelona? Wäre ja so ein typischer Barca-Move. Ja, aber nur für 50 Millionen. ja, genau. Ja, auf jeden Fall talentiert. Ich habe auch neulich erst ein Bild von ihm gesehen im Training, einfach in der Corona-Zeit. Also, der ist ja schon sehr austrainiert in dem Alter. Das erinnert mich schon fast an so einen Goretzka oder sowas. Okay, ich habe von ihm noch keine Bilder im Training gesehen. Ich habe nur eher so jüngere Bilder von ihm gesehen. Aber wenn er schon physisch stark ist, das könnte ihm bestimmt helfen im Herrenbereich dann. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt wirklich gespannt, wer sich durchsetzen wird von diesen ganzen Talenten, die wir hier besprechen. Auf jeden Fall sind es halt, ja, wie du schon meintest, die meist gehypten und außer Tillmann jetzt irgendwie, den kennt man noch nicht so sehr. Ja, aber auf den sollte man achten in den nächsten Jahren, sage ich dir. Ja, werde ich mir merken. Ja, auf jeden Fall, die sind alle, also zum größten Teil, sehr gehypt, sehr bekannt und halt auch sehr talentiert. Ja. Und damit könnten wir eigentlich jetzt auch schon zu meinem Spieler kommen. Mhm. Das ist nämlich Karamoko Dembele, der auch, ja, ich weiß gar nicht so sehr, also ich weiß natürlich schon warum, aber es ist ein bisschen fragwürdig, warum er so gehypt ist. Also er hat erstmal zu den Standardfakten, er ist 17 Jahre alt, spielt auch in der U17-Nationalmannschaft Englands, hat dort schon 4 Einsätze bekommen. Da geht es jetzt nämlich los. Bei seinem Verein Celtic Glasgow hat er gerade mal 3 Einsätze. Und die auch nicht über die volle Zeit. Ja, aber im Heldenfußball. Also ich schätze mal, dass er in der nächsten Saison wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielminuten sammeln werden wird. Was halt auffällig ist, dass der Außenstürmer direkt in seinem ersten Spiel ja von den Fans so geliebt wurde. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal gar wirklich, das könnt ihr euch auf YouTube oder sowas angucken. Einfach direkt das erste Spiel von ihm. Der dribbelt da rum, schießt, lässt die Gegner aussteigen. Das ist halt echt krass. Deswegen gab es direkt nach dem ersten Einsatz auch schon Interesse vom BVB und auch aus Paris kamen Interessenten, die ihn verpflichten wollten. Mhm. Ja, er hat halt eine sehr starke Technik, ist flink und schnell. Mhm. Auch nur 1,60 Meter groß. Könnte ihm nützen eigentlich auf den Flügeln, wenn du da halt sehr wendig und sowas unterwegs bist. Sprich so ein Lionel Messi zum Beispiel. Da nehme ich auch gerade ein Beispiel dafür. Ja. Dafür ist er halt ein bisschen defensiv noch schwach, ne? Also er hat halt körperliche Defizite. Er spielt jetzt halt mit seinen 17 Jahren schon in einer Profiliga mit erwachsenen Leuten zusammen. Das muss man halt bedenken. So, der kann körperlich noch nicht so stark sein. Deswegen kam er auch, glaube ich, noch nicht auf so viele Einsätze.
Deswegen ging der Hype, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen verloren, auch jetzt durch die Corona-Zeit und Ja, sowas. glaube ich auch. Er spielt halt nicht in einer allzu starken Liga, aber die Konkurrenz ist halt trotzdem groß. In seinem Verein ist er eigentlich, das finde ich krass, eigentlich schon so der bekannteste Name. Also wenn ich die jetzt Celtic Glasgow nenne, fallen dir da wahrscheinlich generell nicht viele Spieler ein. Mir fällt, glaube ich, Carlos Eduardo ein. Und das war's. Ja, genau. Und dann würde mir halt noch Karamoko Dembélé Ja, einfallen. mir auch. Ja, wie ich schon gesagt hatte, es gab halt Interesse vom BVB und auch vom Paris Saint-Germain. Allerdings bin ich eher dagegen, dass der verpflichtet wird von einem diesen Verein, weil er da, glaube ich, noch weniger Einsatz bekommen würde. Und momentan sieht es auch eher danach aus, dass er den Vertrag bei Glasgow verlängern wird. Ist, glaube ich, ein guter Bin Schritt ich für ihn. auch. Ja, genau, weil er da halt. Also er braucht halt noch Zeit und die bekommt er halt da, glaube ich, ganz gut. In der nächsten Saison sollte er sich auch, glaube ich, nicht mehr so viele Gedanken drum machen, ob er auf diese Einsatzzeit kommt, weil für mich ist er dann einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Und das wird, also sagen viele, wird wohl dann auch berücksichtigt werden und der wird deutlich mehr spielen. Und das hilft ihm natürlich auch in seiner persönlichen Entwicklung sehr weiter. Auf jeden Fall, ich schätze mal, dass es auf jeden Fall gut sein wird, dass er sich bei einem in einer etwas kleineren Liga durchsetzen wird, die noch nicht so in der Öffentlichkeit steht, bevor er dann in eine Top-5-Liga wechselt, weil also er könnte jetzt noch 4 Jahre dort spielen und er wäre dann erst 21 und dann wäre es auch noch nicht zu spät, um dann zu Dortmund zu wechseln oder zu irgendeinem anderen größeren Ausbildungsverein oder vielleicht sogar schon zu einem Top-Club. Ja, das auf jeden Fall nicht. Dazu wird er halt noch in der Nationalmannschaft sehr gefördert, ne? Also, wenn du in der englischen Nationalmannschaft in der U17 spielst, da hast du auch mit die besten Scouts und die da rumlaufen und die besten, ja, auch Fitnesstrainer und sowas alles. Technik wird da nochmal richtig intensiviert. Also, ja, es ist eigentlich schon schwer, glaube ich, wenn du da Gas gibst, nicht als guter Profi zu enden. Ja, da würde ich jetzt nicht so ganz zustimmen, weil es gibt halt extrem viele Talente und es schaffen nur extrem wenige. Aber ich glaube schon, dass er sich irgendwann mal im Profifußball etablieren kann. Ja, also wenn du halt mit so, ja quasi so Anlagen wie der Dembélé da jetzt schon reinkommst, dann wird das, glaube ich, nicht gerade schlecht enden. Ja, nochmal zu diesem Interesse vom BVB und auch von Paris. Wäre halt für die ein Schnapper, ne? Also der hat einen Marktwert gerade mal von 250.000 Wir Euro. müssten wahrscheinlich trotzdem Und stell dir mal irgendwas um vor. die 2 Millionen zahlen, schätze ich mal. Ja, schwierig, jetzt halt durch Corona und sowas. Mal gucken. Wir werden es halt wahrscheinlich nicht erfahren, weil er verlängern wird. Aber es wäre ein Schnapper für die immer noch, weil Spieler in solchem Alter machen halt so schnell, ja, diese Veränderungen durch. Also die entwickeln sich so schnell weiter. Da kann halt ganz schnell mal irgendwie, ja, ein Spieler auf ein paar Millionen Euro steigen. Also, ja, ich weiß nicht, ob man da Haaland schon als Beispiel nehmen kann. Wie du in der letzten Folge, glaube ich, meintest, den kannte vor einem Jahr gefühlt noch Ja. keiner. Und jetzt ist er einer der gehyptesten Stürmer der Welt Und war eigentlich. eigentlich auch meiner Meinung nach ein Kandidat für die Top 10, wenn ich oder Top 15 beim Ballon d'Or mit seinen so vielen Toren. Ja, den gibt es ja dieses Jahr leider nicht, aber das ist dann wieder ein anderes Der arme Thema. Lewandowski. Genau. Nee, aber wie gesagt, ich bin da einfach mal gespannt, wie der sich auch entwickeln wird. Ich hoffe einfach, dass er jetzt auf seine Einsatzzeit kommt, weil für mich ein sehr interessanter Spielertyp. Ich mag das halt, dieses, ja, schon so ein bisschen dieses So Gegner-Verarschen-mäßige, der weißt du? Dass du Straßenfußballer. halt da einfach, dass er halt da einfach rumläuft, bisschen rumskillt, halt auch effektiv ist, den Abschluss sucht. Torgefahr ausstrahlt, finde ich sehr schön zu beobachten. Und wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, sich eigentlich die ersten Spielminuten von ihm mal auf YouTube oder sowas anzugucken. Sollte man da eigentlich direkt finden. Ja. Und bei wem dieser 4 Talente denkst du, ist es am wahrscheinlichsten, dass er eine große Sportlerkarriere haben wird?
Also ich muss ehrlich sagen, zu deinem Tillmann kann ich noch nicht so viel Okay. sagen. Du schwörst ja so ein bisschen Ja, auf auf jeden Fall. den, aber da müsste ich mich dann persönlich noch ein bisschen mehr informieren, sage ich ganz ehrlich. Simmons, ich weiß nicht, der hat für mich ein sehr gutes Potenzial, allerdings wirkt das für mich wie so ein bisschen wie so eine Neymar-Mentalität, weißt du? Da geht es ja, glaube ich, sehr viel um Geld und was weiß ich Ja, nicht aber was. Neymar wurde auch schon mit Ich hoffe. 16, 17 Jahren so übelst gehypt. Ja, das kommt wahrscheinlich durch den Hype. Da hast du recht. Ich hoffe einfach, dass er sich jetzt ein bisschen auf den Fußball besinnt. Dann kann er ein super Talent werden. Oder ein super Spieler werden. Talent ist er ja schon. Sonst hätten wir ihn hier auch nicht besprochen. Ja, Karamoko, Dembélé auch super stark. Kann sich auch durchsetzen. Aber momentan, wenn man sich jetzt auch die Zahlen anguckt, ist es für mich, glaube ich, ja, mit der meistgehypte, zumindest in Deutschland, Youssoupha Ja, Moukoko. okay. Wie ich schon sagte, die Zahlen sagen ja alles. 34 Tore, 9 Vorlagen in 20 Einsätzen. In der U19 mit 15 Jahren. Da bin ich echt gespannt, wie das ja, sich verändern wird. Und wenn er so weitermacht, kann er wirklich ein sehr starker Spieler werden, glaube Ja, ich. glaube ich auch. Was sagst du? Also ich glaube, dass Mukoko und Simons wahrscheinlich die Spieler sind, die die größte Karriere haben werden. Ja. Aber Siehst du denn was? noch? Ja, nee, red erstmal zu Ende. Aber ich glaube, dass beide nicht so eine große Karriere haben werden, wie es denen prognostiziert wird. Ich glaube, beide werden erstmal Probleme haben, im Herrenfußball anzukommen. Wo siehst du denn die Gefahren? Erstmal, dass sie overhyped werden und dass sie sich verletzen. Ja, okay, Verletzung, das ist auch ein großer Punkt, Ja. ne? Da könnte man zum Beispiel den Usman Dembele oder sowas nehmen. Ja, das ist ja ein bisschen schade dann, wenn so ein Spieler mit so einem Talent, ja, ich sag jetzt mal so endet. Das wäre schon traurig dann. Ja, aber wollen wir mal nicht hoffen, Nee, ne? ich wünsche denen Und allen nur das Beste und dass sie erfolgreiche Fußballer werden. ja, das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss. Weißt du, wie man sich auch vor Verletzungen schützen kann? Ich schätze mal, indem man unsere Social-Media-Kanäle abcheckt und dem Podcast hier eine 5-Sterne-Bewertung gibt, oder? Oh, du hast es sowas von Boah, verstanden. ich kann Medizin studieren. Wie gesagt, genau, mindestens. Ja, wie gesagt, Instagram abchecken, Twitter abchecken, TikTok abchecken, YouTube mittlerweile könnt ihr auch abchecken, Spotify gerne abchecken, wenn ihr auf Apple Music oder sowas hört, Apple Podcast heißt es, glaube ich. Auch da gerne eine gute Bewertung da lassen, würden wir uns sehr darüber freuen. Schreibt uns gerne auch, was ihr irgendwie noch besprochen haben wollt in den nächsten Folgen. Wir sind da immer für Vorschläge offen. Und am besten erreicht ihr unsere Social Medias auch über den Linktree in unseren Biografien, also zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram, haben wir einfach einen Linktree drin. Da klickt ihr drauf und bekommt direkt alle Links von uns. Könnt ihr euch direkt aussuchen. Ja, das wäre es soweit von mir gewesen. Ich glaube, die letzten Worte hat jetzt noch Nico. Und ich sage dann schon mal ciao. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe halt zum Abschluss, dass dass diese vier genannten Spieler erfolgreich werden und ich wünsche ihnen eigentlich nur das Beste und ciao. Around the ball.